Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man Knirscherschienen, Prothesen und lose Zahnspangen richtig reinigt. Also bleibt dran! Das Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist heute Morgen ganz spontan entstanden, weil ich nämlich meinem Freund erklären wollte, wie man die Reinigungslösung von Curaprox richtig verwendet. Und er dachte, da hat er auch ganz gut überlegt, dass das bestimmt noch mehr Leute interessieren wird und hat das parallel einfach mal gefilmt. Also, los geht's mit dem Video. Heute zeige ich euch, wie man seine Knirscherschiene oder auch seine Prothese, wenn ihr eine habt, oder eine lose Zahnspange mit den beiden Reinigungsmitteln von Curaprox reinigt. Einmal den Daily Cleaner und den Weekly Cleaner, also den für das Alltägliche. Und die Intensivreinigung, die man nur einmal in der Woche verwendet. Also ihr nehmt natürlich erstmal die Knirscherschiene. Wenn ihr die jetzt gerade frisch aus dem Mund rausgenommen habt, spült ihr sie erstmal ganz normal mit etwas warmem Wasser ab. Mal etwas trocken schütteln. Dann nehmt ihr den Daily Cleaner und da nehme ich immer nur einen kleinen Tropfen auf einer Seite. Das reicht eigentlich für alles. Dann die Zahnbürste. Ich nehme immer eine Prothesenzahnbürste, weil die ein bisschen härter ist als normale Bürsten und damit gut reinigt und außerdem eine sehr große Fläche hat, dass man schnell wirklich drüber schrubben kann und alles sauber bekommt. Die macht ihr vorher nass, dann schäumt nämlich dieser Daily Cleaner auch besser, wenn die Zahnbürste etwas nass ist. Und dann schrubbt ihr wirklich die ganze Schiene überall ab. Noch immer erstmal innen drin alles. Richtig gründlich sauber. Hier vorne kann man noch mal so ein bisschen schräg das halten, dass man die Seiten gut erwischt. Und dann die Innenseiten. Hinten nicht vergessen. Und außen. Und natürlich obendrauf. Und dann spült ihr das Ganze mit Wasser ab. Am besten nehmt ihr dafür warmes Wasser, aber auch nicht zu heiß, sonst verformt sich die Schiene. Aber so etwas mehr als handwarm. So, wenn alles sauber ist, dann könnt ihr es an einem normalen Tag einfach in frisches Wasser legen. Also das Wasser mache ich morgens immer neu. Ich spüle es noch mal ein bisschen aus. Und dann würdet ihr jetzt die Schiene einfach reinlegen und Deckel drauf. Jetzt zeige ich euch aber nochmal, wie man die Intensivreinigung benutzt, die man einmal in der Woche verwendet. Auch da würde ich erstmal vorher das so ein bisschen ausspülen. Und dann, ich lege das mal eben zur Seite, dann nehmt ihr die Intensivreinigung und müsst so viel davon reinmachen, dass unten der Boden, dieser Einlegeboden, etwas bedeckt ist. Muss mal gucken, ist nicht zu wenig. So ungefähr. Dass es so gerade eben bedeckt ist. Dann füllt ihr den Rest mit Wasser auf. Ich nehme wieder so etwas lauwarmes Wasser. Und dann legt ihr die Knirscherschiene rein. Ich
Ich mache es immer so, dass die Unterseite nach oben zeigt, weil ich das Gefühl habe, dass man es dann besser reinigen kann, als wenn es da so drauf liegt. Und auch, weil sich sonst da eben ja, Luftblasen drunter sammeln können. So, dann mache ich den Deckel immer noch mal sauber. Und dann macht ihr den Deckel zu. Und das bleibt da jetzt für 6 bis 8 Stunden. Ich bin ganz ehrlich, ich halte mich nicht an die Stundenzahl. Ich lasse es einfach immer bis abends drin, bis ich sie wieder einsetze. Keine Ahnung, ob das Auswirkungen hat, wenn man es zu lange drin lässt. Also keine Gewährleistung. Aber ich mache es halt so. Und wenn ihr dann sie abends einsetzen wollt, kippe ich erstmal das Wasser so aus, nehme die Schiene raus und spüle es nochmal gründlich unter Wasser ab, bevor ihr sie dann einsetzt. Genau, das war's schon. Also in diesem Video habe ich jetzt die beiden Produkte von Curaprox, einmal den Daily Cleaner verwendet für die tägliche Reinigung und den Weekly Cleaner, Weekly Dental Appliance Bath, also die Intensivreinigung, die man nur einmal in der Woche verwendet. Wenn ihr die Produkte von Curaprox nicht benutzen wollt, dann gibt es auch natürlich Alternativen. Und zwar könnt ihr statt dem Daily Cleaner auch eine sanfte Zahnpasta verwenden. Welche ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass sie keine Schmirgelpartikel enthält, also wirklich eine sanfte Zahnpasta ist und nicht zu abrasiv ist. Der RDA-Wert spielt keine so große Rolle, ob er nun bei 80 oder bei 30 liegt, ist bei einer Knirscherschiene oder Prothese egal. Aber es sollten eben keine Schmirgelpartikel drin sein. Und anstelle der Intensivreinigung von Curaprox könnt ihr theoretisch auch Gebissreiniger verwenden. Da gibt es ja von sämtlichen Firmen diese Tabletten. Und die legt ihr einfach, also ihr füllt dann den Behälter komplett mit Wasser und legt eine Tablette damit rein, die sich dann sprudelnd auflöst. Das geht auch, aber ich muss sagen, diese Gebissreiniger sind aggressiver als die Reinigung von Curaprox. Die greifen auf Dauer den Kunststoff an. Bei einer Knirscherschiene ist das jetzt nicht so wichtig, weil die könnt ihr theoretisch sowieso einmal im Jahr euch eine neue machen lassen. Bei Prothesen, die wirklich 10, 15, 20 Jahre halten sollen, da spielt das auf jeden Fall eine Rolle, was für eine Reinigung man verwendet. Und wenn ihr dann ständig diese Gebissreiniger benutzt, das ist halt nicht von Vorteil für den Kunststoff. Das sieht man dann schon auf die Dauer an der Prothese. Und da würde ich dann vielleicht doch lieber ein bisschen investieren und die von Curaprox nehmen. Aber theoretisch geht das auch. Manchmal reicht das auch, wenn ihr nur täglich Zahnpasta zur Reinigung verwendet und braucht gar nicht unbedingt eine Intensivreinigung oder wenn dann nur ab und zu mal, dann nicht einmal die Woche, sondern eben seltener. Hängt so ein bisschen davon ab, wie gut ihr die Prothese putzt und ob sich da Zahnstein dran bildet oder nicht. Wobei so ein Gebissreiniger natürlich auch antibakteriell ist im Vergleich zu einer Zahnpasta, die es nicht ist. Insofern, wenn man wirklich Prothesen trägt und über einen langen Zeitraum, ist es schon sinnvoll, die gelegentlich auch mit einer antibakteriellen Reinigung zu reinigen. Und zur Reinigung verwende ich immer eine Prothesenbürste, auch für Knirscherschienen oder auch für lose Zahnspangen würde ich eine Prothesenbürste verwenden. Erstens ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht die Zahnbürste nehmt, die ihr zum normalen Zähneputzen nehmt. Also auch wenn ihr normalerweise mit einer Handzahnbürste putzt, würde ich nicht die gleiche Handzahnbürste verwenden zum Reinigen der Knirscherschiene oder Prothese, die ihr zum Zähneputzen nehmt, sondern immer eine andere. Denn eine Knirscherschiene oder Prothese schrubbt man ja richtig und dann verbiegen die Borsten relativ schnell. Und da würde ich wirklich zum Zähneputzen lieber eine weiche, sanftere verwenden und für eine Prothese eine etwas härtere, richtig zum Schrubben. Aber eine normale harte Handzahnbürste ist eben auch relativ klein und bei einer Prothesenbürste habt ihr immer den Vorteil, ihr habt eine viel größere Fläche. Und ihr habt meistens noch ein Ende, was ein bisschen spitzer zuläuft. Also ich finde einfach, Prothesenbürsten eignen sich am besten, aber theoretisch könnt ihr auch eine andere harte Handzahnbürste verwenden. Wenn ihr sonst noch wissen wollt, welche anderen Produkte ich als Zahnärztin verwende, schaut unbedingt in dieses Video rein, was ich hier oben verlinke. Da habe ich meine ganzen Zahnpflegeprodukte einmal erklärt, was ich benutze. Und schaut unbedingt rein. Außerdem würde mich interessieren, ob euch dieses Video gefallen hat und wie ihr das findet, wenn ich häufiger mal so ganz kleine Videos, kurze Videos mache, wo ich einfach mal eine gewisse Anwendung zeige.
Und schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, ob ich das in Zukunft häufiger mal machen soll. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.